Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Hi-Rise City hier bei Heisenberg Zockt. Ja, ihr mit eurer Wasserverbindung. Ein Teil des Wassernetzes ist nicht angeschlossen, das stimmt eben schlicht und einfach nicht. Oder hat da mal irgendjemand von euch was gesehen? Ich kann das mal nochmal aufrufen hier. Da ist da alles angeschlossen, weil sonst wäre es rot. Und vor allem, wir hätten hier oben die Meldung, dass eben irgendwo Wasser fehlt. Hier ist alles da, da ist alles da, da fehlen ein paar Leute, das werden wir uns gleich ansehen. Also, ich kann hier nichts erkennen, dass irgendwas mit dem Wasser nicht okay wäre. Ich verstehe wirklich nicht, warum da die Meldung kommt. Da ist alles angeschlossen. Hier haben wir überall das Lagersymbol. Jetzt muss ich mal ganz schnell was anderes gucken, nämlich... Ressourcen fehlen. Okay, nee, es hieß in den Kommentaren, dass uns teilweise wirklich Speditionen fehlen, weil diese Lagersymbole da sind. Aber man sieht, diese Symbole, die heißen nicht immer, dass... Warte, Moment... LKW ist unterwegs. Doch, das heißt eben nicht immer, dass eine Spedition fehlt, sondern ganz einfach, ja, dass da die Lager überquillen. Hier quillt es eben auch schon. Gut, das heißt im Umkehrschluss natürlich dann eben trotzdem, dass im Prinzip eine Spedition fehlt oder wir zu wenig haben. Ganz einfach, weil eben die LKWs fehlen. Das ist irgendwie auch klar. Kann ich dich noch irgendwo hier hinklöppeln? Machen wir mal. So, gleich nochmal so ein Teil. Da haben wir auch eins. Hier ist eine Farm, da geht nichts. Und hier haben wir keine Straße, das geht so auch nicht. Müssen wir warten. Wo habe ich dich jetzt hingestellt? Weil ich würde bei dir gerne... Ja, das war's. Hier das noch ein bisschen zurückdrehen. So, damit die nicht so Riesenwege haben. Ja, aber man sieht schon, das ist halt überall eigentlich, dass wirklich die Lager überquillen. Ja, LKW unterwegs, LKW unterwegs, wenn ich klicke. Da ist das Lager voll. Da würde ich sagen, der hat tatsächlich keine Spedition. Ressourcen fehlen. Achso, nee, da fehlt halt Dingens, Eisenerz. Ja, das kann mal sein. Aber Eisenerz produzieren Wasser, das ist eigentlich nicht groß ein Problem. Hier oben, ja, wir können Ingenieure machen. Weil wir müssen ja sowieso... Moment, jetzt gucke ich aber hier noch schnell. Bei der Möbelfabrik. So, die Katzen stürmen mein Zimmer. Ich musste schnell reagieren. Also, was haben wir denn? Ressourcen fehlen. Ja, hier fehlt Holz, okay. Aber eine Spedition haben wir, glaube ich, hier irgendwo. Ja, hier steht sie doch. Ja, ist auch schon eingezeichnet, dass das nicht mehr so ein Riesengebiet ist. Das funktioniert eigentlich soweit. Können wir laufen lassen. Also, ich wollte jetzt aber sowieso eigentlich nochmal ein paar Ingenieure. Blödsinn, nicht Ingenieure, sondern Investoren klöppeln. Halt, wir klöppeln nicht ohne unser Dingens hier. So, einmal diesen. Ja, hier ist saubere Luft. Hier können wir was machen. Oh, und wie viel sogar. Guck mal, das war dann doch wieder ein schöner Happen. Jetzt brauchen wir aber noch ein paar von denen. Die machen wir mal hier unten hin. Ich habe das schon eingestellt hier, die Verschmutzung. Ja, weil ich wollte gerade sagen, hier ist gar nicht verschmutzt. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Wir machen hier auch mal noch ein bisschen was hin von denen. Damit wir da genug Arbeiter haben. Das ist die Grundidee. So, und ihr müsst natürlich da mal wieder gucken, wie sieht es aus mit Feuerwehr und so weiter. Dass wir uns das auch noch mal kurz ansehen. Jo, man sieht, Möbel fehlen, Kleider fehlen und hier fehlen tatsächlich auch die Bücher. Hier ist eigentlich alles okay bei der Polizei und so weiter. Ja, gehen wir mal gucken, Möbel grundsätzlich. Wie sieht das aus? Wir müssen halt die ganze Zeit immer noch mehr produzieren, weil wir immer noch mehr Einwohner haben. Jetzt sind wir bei... Oh, was ist hier los? Hässlich. Jetzt sind wir bei 386.000 Einwohnern. Okay, Möbel. Ja, reicht nicht. Holz. Da sind wir gut unterwegs. Wir brauchen Möbelfabriken weitere. Also, dann machen wir die. Wir werden jetzt halt nach und nach immer wieder nachrüsten, anders geht's nicht. Da haben wir die Möbelfabrik. Macht die irgendwas Böses im Sinne von... Ne, eigentlich macht sie keine Verschmutzung. Ich könnte den Kollegen hier nochmal nehmen. So, dann sehe ich nämlich, ob da eine Verschmutzung entstehen würde. Nö, würde nicht. Okay, machen wir hier ein paar Möbelfabriken. Haben wir hier nicht eh schon... Das sind eh schon Möbelfabriken? Moment. Also Fabriken haben wir. Wir müssen dann fast eher gucken... Ja, tatsächlich, das sind auch alles Möbelfabriken. Die sind jetzt alle beisammen. Die brauchen Holz. Jetzt muss ich schnell gucken, brauchen die nur Holz? Wahrscheinlich schon. Ja, die brauchen nur Holz. So, hier mal einen LKW rufen. Wie gesagt, Spedition ist hier. Aha. Hier stehen sich die LKWs die Füße platt. Sag mal. Ja, nee, so schlimm ist es nicht. Sie fahren eigentlich. Gut, sollen wir nochmal eine Spedition machen? Wir haben hier nochmal eine. Die hat eine relativ gesunde Reichweite. Ich gehe mal ein bisschen runter. Ist das schon eine städtische? Jawohl, das ist schon eine städtische. Weil die haben eigentlich schon die größeren LKWs und so weiter. Und das ist eigentlich, was wir brauchen jetzt bei der Größe, die wir haben.
würde ich behaupten. Wir können doch mal schnell hier, zack, den. Dass wir da noch mal ein paar von denen hier installieren. Ja, immerhin drei Felder. Ansonsten ist das okay. Oder haben wir noch mal irgendwo Zeichen von Leuten, die reklamieren. Also die Leute reklamieren ja nicht, sondern das hat die Fabriken reklamieren. Dass eben Leute fehlen. Nö, ist eigentlich alles im grünen Bereich. Ne, hier hinten, guck mal. Hier fehlt noch was bei den Druckereien. Das sind wahrscheinlich auch wieder so Teile. Ja, die brauchen halt Leute ohne Ende, wie man sieht. Okay, macht ihr eine Verschmutzung? Nö, wahrscheinlich nicht. Wobei, das kann ich ja so schnell gucken. Nö, hier ist alles in Ordnung. Dann können wir nämlich hier natürlich nach hier hinten auch noch siedeln. Das haben wir fast ein bisschen vergessen. Soll ich mal siedeln? Ich siedel mal. aber nicht mit denen, da fehlen die Gläser. Mit denen kann ich noch was machen. Ja, schön, hier haben wir ja doch noch ein paar Bereiche, die eigentlich völlig okay sind. Jetzt ist der Reiter wieder flöten gegangen. Die brauche ich dann schon. Ja, weil hier zieht es wieder an. Also hier in dem Gebiet keine gute Idee. Das ist schon leicht gelblich. Aber hier können wir was machen. Und das machen wir auch. Da fehlen schon wieder die Ressourcen, sag mal. Da fehlen Leute, da fehlen Ressourcen. Alles fehlt. Aber im Groben sind wir gut unterwegs. Jetzt mangelt es wieder an Fisch. Mich würde grundsätzlich halt vor allem interessieren, wo ist jetzt dieses Problem mit dem Wasser? Jetzt haben wir noch ein Problem mit dem Strom. Das werden wir gleich uns annehmen. Die Fischchen. Die haben wir hier. Ja, sind ein bisschen zu wenig. Aber wir haben hier so viel Küste, dass wir da natürlich relativ einfach was machen können. Moment, das war hier bei der Nahrung. Fische. Ja, die kommen problemlos hier hin. Also, Fische ohne Ende. Jetzt muss ich aber glatt auch nochmal schnell gucken, kurz. Haben wir hier irgendwo eine Spedition in der Nähe? Ich gehe mal davon aus. Ja, nicht zwingend. Wir haben auch keine Planungsbüros, nichts. Ich mache ja nochmal eine Spedition hin, hier unten. Eine nationale. Das ist gar nicht die städtische, die wir eigentlich brauchen. Primär ist es die nationale, die wir brauchen. Hm, machen wir dich mal da. Mal gucken. Einzugsbereich wäre plus minus etwa hier. Wäre okay. Jetzt gehen wir schnell zur Elektrizität. Vielleicht doch mal eine Biogasanlage. Da ist halt keine allzu große Produktionskraft dahinter. Sind Mangelware. Die Gewürze. Oh, wir müssen mehr importieren. Ja, aber wir schauen trotzdem zuerst wegen dem Strom. Das können wir halt nicht machen. Und Müllverbrennung. Hm. Ja, da brauche ich noch wieder so Mülldingens. Gaskraftwerk. Wir machen mal wieder... Oh, okay. Man sieht, es verschmutzt fröhlich. Das heißt, das Gaskraftwerk, das würde dann vielleicht doch eher... Ich muss das wegmachen hier, weil das zeichnet sozusagen auch noch ein. Wir haben hier aber genug Verschmutzung. Also hier kriegen wir das Teil hin. Wenn wir es denn hinkriegen. Nein, die Wasserverbindungen fehlen nicht, Leute. Tatsächlich nicht. Ich drehe dich mal. Ja, dann kriegen wir dich hier hin. Machen wir hier zwei Stück. Nee, machen wir nicht. Doch, hier noch. So, zack. Ist halt schade, wenn ich hier draufklicke, passiert nichts. Irgendwie müsste uns das eigentlich dahin führen, wo das Problem ist. Aber, weil sonst finden wir es nicht raus. Ich kann nochmal schnell zeigen. Röhre, Röhre. Es ist A, alles blau. Gut, hier unten ist irgendwie ein roter Punkt. Oh, macht's. Das schläft, das Ding. Okay, kann ich dich anschließen? Dann ist aber die Meldung ein bisschen irreführend, finde ich. Jetzt ist es okay. Dann ist die Meldung irreführend, weil das Ganze ist ja eigentlich kein Problem. Habe ich dich denn ausgestellt? Tatsächlich. Okay, vielleicht ist es das. Weil da ist ja nicht das ganze Wassernetz davon betroffen. Das ist ja nur, dass da so ein Teil fehlt. Also das kann eigentlich kein Problem sein. So, Strom haben wir gemacht. Und hier haben wir überall Kisten. Was wollen die Kisten uns denn sagen? Da fehlen überall die LKWs. Aha. Wir brauchen tatsächlich noch mehr Speditionen. Ich muss mal gucken. Hier oben sehe ich jetzt auch gerade irgendwie tatsächlich auch keine. Kein freier LKW in der Nähe. Hier geht's. Die können schon hier außen rum, ja. Okay, eine Stahlschmelze. Das ist auch ein sehr schönes Gebäude, wie ich finde. Aber die Kisten hier, die machen einen ja irre. Kriege ich hier irgendwie, irgendwo... Hier ist doch eine Spedition. Ja, die ist zu großflächig. Ich mache mal so, dass du primär wirklich nur hier in dem Bereich arbeitest. Dann sollten da eigentlich genug LKWs rum sein. Eine nationale ist das, sehr gut. Vielleicht hier hinten? Ne, hier ist halt auch eine. Also ist nicht so, dass wir keine Spedition haben. Aber so ganz mag das dann doch nicht funktionieren. Hier kommen wir halt nicht rauf.
Ich glaube, das habe ich schon mal versucht, dass wir hier die Straße noch durchziehen. Das wird nicht funktionieren. Wir könnten aber hier im Prinzip auch noch bauen. Wenn ich hier nochmal kurz mit der Straße durchziehe. Eine Köhlerei. Ich nehme die mal weg. Kann man genug Kohle halbwegs? Wahrscheinlich nicht. Würde mich wundern, wenn wir genug Kohle hätten. Wo war das denn? Die Kohle, die Kohle. Das hier ist Lehm. Jetzt will ich meine Kohle nicht. Ist sie doch. Ja, eher zu wenig. Also das ist eigentlich nicht zu empfehlen, dass wir jetzt unbedingt noch eine Köhlerei hier wegmachen. Ich bräuchte halt den Platz für eine Straße. Köhlerei, Eisenschmelze, Eisenschmelze. Hier kämen wir eigentlich auch runter. Ich schnapp mir dich mal. Und dann schauen wir mal, da oben hat es auch ein Plätzchen. Sauber, dann können wir hier nämlich die Straße runterziehen. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Bauland. Vielleicht gehen wir mit der Straße hier. Steigung zu groß. Ich habe es fast ein bisschen befürchtet, weil hier geht es tatsächlich runter. Das sieht man eigentlich auch relativ gut. Geht das gar nicht so? Come on, jetzt habe ich da extra was abgerissen. Beziehungsweise wir sind umgezogen mit etwas. Vielleicht wenn ich hier halt die Höhe mal einstelle, dass wir hier auf eine Brücke raufkommen. Ja, geht nicht. Nee, geht tatsächlich nicht. Dann kann ich da aber die Köhlerei auch wieder hinstellen. Selbst mit der Höhe geht es nicht. Also wir haben jetzt 20 Meter. Ich versuche es mal mit, sagen wir mal 50. Nö. Möchte nicht. So auch nicht? Nö. So darüber? So ein bisschen? Nee, möchte nicht. Möchte gerade überhaupt nicht, komischerweise. Schade. Wenn ich die Straße vielleicht nochmal kappe. Ja, ist auch irgendwie keine gute Idee. Würde ich sagen. Weil die sind eh gerade am Rumfahren. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Aber ich möchte halt hier irgendwie rein. In dieses Gebiet. Hier unten mit einer Straße hier lang. Das können wir mal versuchen. Wenn jetzt dort oben sozusagen ein Gebäude fehlt, das ist ja kein Drama. Die Frage ist halt, ob ich hier lang komme. Ich komme. Dann ist hier auch wieder die Steigung zu groß. Da war gerade eine Stelle, da ging es eigentlich. Ja, so hier hin. Hier wieder zurück. Bis hier hin. Einfach damit wir noch mal ein bisschen Gebiet haben, wo wir einzeichnen können. Da ist die Steigung zu groß. Ja, hier geht es ja tatsächlich dermaßen rauf. Aha, so geht es aber. Und da geht es nicht rein. Steigung zu groß. Wir können das nicht anschließen hier oben. Da, wo wir es eigentlich wollten. Dann gehen wir hier mal runter. Ja, gehen hier hin. Und jetzt irgendwie... Ja, hier wird es wahrscheinlich gehen, dass wir hier reinkommen. Wir ziehen damit mal schnell um. So, nach hier hin. Wir haben ja jetzt dort wieder Platz. Na, mal gucken. Kommen wir jetzt mit der... Jetzt sind die Straße da weg. Es ist ja schon. Seht ihr das wieder? Oh ne, come on. Das ist wirklich etwas vom Mühsamsten, muss ich sagen. Ja, das ist doch was Mangelware. Ich hätte einfach gerne die Straße wieder, die wir vorher hatten. Genau. Weil die habe ich eigentlich gebaut. Die müsste eigentlich auch gleich wieder auftauchen. Ja, da ist sie wieder. So, und jetzt mal gucken. Nur hier reingehen, da reingehen. Da ist die Entfernung zu groß. Oh, aber es geht hier rein. Jawohl, dann haben wir den Anschluss. Dann kann man hier quer durch und wir haben hier wieder die Möglichkeit, was hinzustellen. Das freut mich. Habe ich die Straßen wieder alle repariert? Ich glaube ja. Gut, wir gehen mal zum Handel. Wir brauchen mehr Gewürze. Gewürze, das sind ja die einzigen... Ist das einzige Handelsgut, was wir tatsächlich nicht irgendwie selber anpflanzen können. Jetzt muss ich gerade mal schnell gucken. Ne, das ist schon richtig. Wir sind bei 86. Wir gehen hier mal auf einen Lagerbestand von 75. Wir verdienen Geld, das ist okay. Und dann gucken wir mal, ob das wieder reicht. Müsste eigentlich, theoretisch. Den Rest würde ich mal lassen. Stahlimport. Wir sehen, das zahlt sich eigentlich aus. Eins und Reiter könnten wir eigentlich wegmachen. Wir können mal was anderes gucken. Können wir nicht noch irgendwas verticken? Wir haben halt, glaube ich, tatsächlich von gar nichts irgendwie viel zu viel. Müll. Können wir Müll verkaufen? Das wäre doch auch noch eine Idee. Das hatte der gute Daniel mal noch als Idee. Nee, hier ist Müll nicht drin. Weil mit Müll kann man tatsächlich Geld verdienen. Also das ist wirklich wahr. So, da wird gerade wieder gespeichert. So, ich muss nochmal kurz schauen. Jawohl, gespeichert. Zumachen. Nochmal hier schnell gucken. Stahl. Ja, nee, Stahl importieren wir. Glas brauchen wir. Quarz. Brauchen wir, haben wir viel zu wenig. Und den Rest, den importieren wir, den würde ich halt dann nicht unbedingt wieder exportieren. Das ist ein schlechtes Geschäft. Einkaufen und dann wieder verkaufen in der Regel. Ja gut, wobei man kann damit natürlich auch Geld verdienen. So ist es nicht. Ja, ist jetzt gerade auf Dauer nicht, oder auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Falls ihr hier irgendwas seht, wo ihr denkt,
Eisi, davon könntest du problemlos was verkaufen. Vom Holz. 10.000. Okay. Gut, Holz. Verkaufen. Zack. Bis zur Lagermenge. Machen wir mal 3.000. Weil eben, wir haben hier ja über 10.000 Holz. Also das mit dem Holz, würde ich sagen, das läuft. Also Verkauf, Einkauf. Das würde soweit passen. Forschungspunkte haben wir keine. Wir können hier mal gucken gehen. Wir sind bei 50.770.000. Okay, jetzt haben wir aber relativ viele andere Sachen gemacht. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich wieder in der Lage sein, tatsächlich ein paar Investoren hier hinzuhängen. Da können wir ja hier hinten mal noch ein bisschen weitermachen, weil hier haben wir tatsächlich viel Platz. Auch im Sinne dessen, dass hier keine Verschmutzung ist. Hier unten vielleicht. Oder kommt hier irgendwann Verschmutzung? Nö, eigentlich nicht. Wir machen die mal hier hin. Aber hier ist es dann irgendwann wahrscheinlich zu laut wegen dem Hafen. Das ist auch nicht so ideal. Machen wir es eher hier oben. Hier haben wir die Lehmdinger. Da reklamiert aber zumindest bis jetzt noch keiner. Oder sollen wir das lassen? Wir gehen nochmal zurück, wo wir vorher waren. Weil hier oben haben wir wirklich noch Fläche, die wir tatsächlich problemlos eigentlich bewirtschaften können. Also bewirtschaften können im Sinne dessen, dass wir eben Investoren hinhängen. Ja, das ist doch wieder... Das war doch wieder amtlich, was wir hier gemacht haben. Gleich auffüllen, weil wahrscheinlich sonst wieder irgendwo Leute fehlen. Gut, das haben wir auch. Ja, das passt eigentlich soweit. Schön, wie sie gleich bauen. Zieht mal hoch, die ganzen Sachen. Und hier flackern halt tatsächlich die Lampen, man sieht's. Ja, das Spiel ist noch nicht fertig. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Wie sieht's eigentlich hier hinten aus? Wenn ich die ganze Karte, das ist auch nicht so einfach, nochmal drehe. Ja, wir haben immer noch überall die Kisten. Ziegelei, da fehlt Lehm. Mhm. Was haben wir hier? Da haben wir Lehm, da ist wieder alles. Ja, das ganze Lager überfüllt. Hier ist aber auch eine Spedition. Ja, vielleicht nochmal mit der Reichweite ein bisschen zurück. So, dann werden sie effektiver. Dann kriegen wir vielleicht die Kisten hier weg. Wäre schön. Gut, liebe Freunde. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Danke euch fürs Zusehen. Das sah gerade aus, als hätten wir eine Katastrophe. Das war aber nur sozusagen die Monatsabrechnung wahrscheinlich. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder hier in unserer Stadt mit mittlerweile fast 400.000 Einwohnern. Wow. Jo. Cool. Mir gefällt es immer noch. Ich hoffe, euch auch. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich, moin. Tschüss.